Hübsches Zimmer. Nicht? Mhm. Schießen Sie los. Da gibt's gar nichts zu schießen. Wir haben überhaupt keinen Auftrag. Was? Wir machen Zwischenstationen in Hamburg, gehen gemütlich essen, vielleicht in die Oper. Und morgen fahren wir weiter zu unserem gemeinsamen Freund Archibald Pillow nach London. Und was ist mit Frau Professor Leclerc? Wieso? Wo? Danke, nein. Pillow fragt er an. Das ist kein Fall für uns. Warum nicht? Es riecht irgendwie komisch. Ihr Mann ist Chemiker, arbeitet hier in Hamburg bei irgendeiner Flugzeugentwicklung mit. Sie behauptet, ihr Mann habe bei seinem letzten Besuch in Paris gesagt, er habe Angst, entführt zu werden. Na nu. Eben. Und? Was und? Na, was sollten Sie tun? Das verhindern. Was haben Sie getan? Ihr gesagt, dass Sie sich an jemand anders wenden sollen. Das ist ein Fall für die Polizei oder fürs Deuxième Büro oder für die Psychiatrie, aber auf keinen Fall für uns. Pillow und Pillow ist anderer Meinung. Inwiefern? Wir sollen den Fall übernehmen, hat er gedratet. Mit welcher Begründung? Die Dame hat ihm 5000 Dollar aufs Honorar geschickt. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Dieser alte, geldgierige Archie. Rufen Sie ihn an, der Fall geht zurück. Menschenskind, die Kiste ist oberfaul. Erstens, welchen Grund hat der Professor für die Annahme, dass er entführt werden soll? Zweitens, warum sagt er das seiner Frau und nicht der Polizei? Will er drittens vielleicht bloß seine Spuren verwischen und türmt von selbst? Nein, nein, rufen Sie ihn an, sagen Sie ihm, wir haben keine Lust zu solchen Geschichten. Was haben Sie denn da für ein Päckchen? Keine Ahnung, wurde beim Portier abgegeben. Absender ist ein Chabrier oder so, wer ist das? Ich weiß nicht. Soll ich es aufmachen? Wissen Sie eine andere Art festzustellen, was drin ist? Nein. Also. Herein. Mr. Dexter? Ja. Dürfen wir Sie bitten, mitzukommen? Um was geht's denn? Man will mit Ihnen sprechen. Ach nee. Haben Sie einen Haftbefehl? Wollen Sie, dass wir einen brauchen? Ich beginne zu kapieren. Chef, soll ich irgendetwas für Sie tun? Das heißt ja, versuchen Sie festzustellen, in welches Krankenhaus der Überfahrene vom Flugplatz gebracht worden ist. Gut, und dann? Schicken Sie ihm Blumen von mir. Gehen wir, meine Herren. Na ja, Sie sind ganz richtig, Mr. Dexter. Treten Sie näher. Ja, meine Zeit ist begrenzt. Verzeihen Sie also diese ungewöhnliche Art, Ihre Bekanntschaft zu machen und lassen Sie uns auf den Kern kommen. Zigaretten. Mm-mm. Wir interessieren uns immer dafür, auf wessen Seite die Leute stehen, die im Spiel sind. Aha. Sie arbeiten zurzeit an einem sehr interessanten Fall, nicht wahr? Ich bin völlig privat in Hamburg. Sind Sie ganz sicher? Absolut. Aber nur mal die Gegenfrage. Wer sind Sie und was wollen Sie von mir? Sie wissen ganz genau, dass es zwecklos wäre, wenn ich mich jetzt ausweisen würde. Was sind denn Namen in unserer Branche? Ja, und was ich will? Weiter nichts, als mich Ihrer Unterstützung versichern. Ich verstehe überhaupt nichts. Hören Sie zu. Hier in Hamburg wird auf europäischer Basis an der Konstruktion eines neuen Flugzeugtyps für den kontinentalen Einsatz gearbeitet. Das heißt, die Franzosen konstruieren den Flugkörper, die Engländer die gesamte flugtelegrafische und navigatorische Elektronik und die Deutschen das Triebwerk. Innerhalb dieser Entwicklungsteams arbeitet man wiederum international oder, wenn Sie wollen, intereuropäisch zusammen. Insofern wurde aus Paris, nur um ein Beispiel zu nennen, für die Entwicklung des Triebwerks ein Professor Leclerc beigestellt, der ein Spezialist für Metallurgie ist. Nun, eine Störung in dieser Entwicklungsarbeit muss unter allen Umständen vermieden werden. Und deshalb wären wir froh, wenn wir einen Mann wie Sie bei uns wüssten, der eine reibungslose Zusammenarbeit gewährleisten würde. Ich bin kein Techniker und kein Psychologe. Wir rechnen auch mit Störungen von außen. Schön und gut, aber wozu haben Sie Ihre Abwehr? Aber Mr. Dexter, Abwehr und zivile Projekte? Ausgeschlossen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Ihre Abwehr doch die Hände mit im Spiel hat, um beispielsweise, nur um mich neugierig zu machen, ein Auto auf mich losrasen zu lassen. Oder auf jemanden, der so aussieht wie ich. Ausgeschlossen. Aufmerksamkeiten dieser Art lassen sich nur schwer verbuchen. Und auch unsere Bücher werden geprüft. Okay, es spielt auch keine Rolle. Ich bin an der Geschichte Leclerc wenig interessiert. Wir auch nicht, obwohl er Franzose ist. Wir würden es nur begrüßen, wenn Sie, Mr. Dexter, im Fall Ihres Eingreifens nicht gegen unsere Interessen aktiv würden. Sie wissen, was auf dem Spiel steht und so weiter, bla bla. Und dann sagt er, in 40 Minuten geht sein Flugzeug. Ich stand auf der Straße, ging ins Hotel und hier bin ich wieder. Na, viel schlauer sind wir dadurch auch nicht geworden.
Sie werden sehen, Sie müssen den Fall übernehmen, um rauszukriegen, was eigentlich gespielt wird. Eine ruhige Fortführung der Arbeit garantieren. Bis jetzt wissen wir noch nicht einmal, dass sie gestört ist. Mr. Dexter? Ja? Mein Name ist Chabrier. Ich komme im Auftrag von Herrn Direktor Vogelsang, dem Leiter der Europäischen Gesellschaft für Flugforschung. Herr Direktor Vogelsang lässt Sie um Ihren Besuch bitten. Ach, ich bin ein bisschen verwirrt. Wie weiß Herr Direktor Vogelsang, dass ich hier bin? Das entzieht sich meiner Kenntnis. Carol, das ist Herr Chabrier, Miss Winters. Sie heißen Chabrier? Ja. Ich muss Ihren Namen irgendwann in letzter Zeit gehört haben, aber wo? Carol, bitte keine weiteren Mystifikationen. Herr Chabrier, können Sie mir sagen, was Herr Vogelsang von mir will? Chef, ich hab's. Was? Der Name Chabrier. Mein Name? Sein Name. Er ist der Absender des Päckchens, das für Sie gekommen ist. Ich habe Ihnen kein Päckchen geschickt. Doch, einen Moment. Ihr Name klingt französisch. Natürlich, ich bin Franzose. Ah, da wissen Sie zufällig. Kennen Sie einen Professor Leclerc? Aber ja, ich war sein, wie soll ich sagen, ich war sein Assistent, wenn Sie es so wollen. Ah. Er arbeitet mit uns in der Flugforschung zusammen. Interessant. Da ist es. Sehen Sie selbst. Absender M. Chabrier. Tatsächlich. Meine Adresse ist als Absender angegeben, aber ich versichere Ihnen, ich habe Ihnen dieses Päckchen nicht geschickt. Ich sehe dieses Päckchen zum ersten Mal. Darauf hätte ich fast gewettet. Was hat das zu bedeuten, Mr. Dexter? Wenn ich das wüsste, wäre mir wohle. Ach, wollen wir es nicht einfach aufmachen? Das lassen wir sein. Warum? Haben Sie noch nie gehört von Päckchen, die den Empfängern um die Ohren fliegen? Glauben Sie wirklich? Carol, die Geschichte stimmt. Nicht! Sind Sie verrückt worden! Nicht! Sind Sie verrückt geworden? Wer hat Ihnen denn gesagt, dass Sie das Teufelsding aufmachen sollen? Niemand, aber Sie redeten so komisch und da glaubte ich Ihnen klar machen zu müssen, dass ich wirklich nicht der Absender bin. Dann bedanken Sie sich mal bei Mr. Dexter, dass wir Sie jetzt nicht mit Verbrennung dritten Grades im Gesicht in die Klinik schaffen müssen. Ich werde das Gefühl nicht los, dass jemand mit uns Katz und Maus spielen will. Entweder ist jemand entsetzlich nervös geworden durch meine bloße Anwesenheit, oder wir sollen glauben, dass er nervös geworden ist. Wer? Fahren wir los, Sie Glückspilz. Vielleicht finden wir die Antwort in Ihrem Werk. Ich lasse bitten. Ja? Mr. Dexter? Ja, meine Assistentin Miss Winters. Warte mich, bitte. Benötigen Sie mich noch in die Reihe? Nein, danke, ich lasse Sie dann rufen. Ich freue mich sehr, dass Sie meine Einladung so schnell Folge leisten konnten. Whisky, Jim? Danke, nicht vor fünf. Und wenn, dann rum. Dann darf ich wohl zur Sache kommen. Zu einer sehr unangenehmen Sache. Mr. Dexter, in diesem Werk wird eine Konstruktion entwickelt, die auf intereuropäische Verträge zurückgeht. Ich weiß, Sie wollen einen neuen Flugzeugtyp in Zusammenarbeit mit einigen europäischen Partnern erarbeiten. Sehr richtig. Und dass diese Zusammenarbeit auf zivilem Gebiet vor sich geht, macht sie ja so schwierig. Warum? Nun, sie ist in jedem Fall auf den guten Willen der einzelnen Mitarbeiter angewiesen. Und manchmal können nationale Interessen zivile Aufgaben beeinträchtigen. Sie können sich jedenfalls vorstellen, wie peinlich es ist, wenn in einer solchen Situation der verantwortliche Leiter eines Tages feststellen muss, dass wichtigste Konstruktionsunterlagen aus dem Panzerschrank verschwunden sind. Ach, um welche Unterlagen handelt es sich? Um metallurgische Berechnungen, die für die Konstruktion der Triebwerke sehr wesentlich sind. Sie gehen auf Experimente zurück, die einer unserer französischen Mitarbeiter angestellt hat. Und sie würden uns, falls sie realisierbar sind, in die Lage versetzen, das Gewicht unserer Triebwerke um nahezu 3/5 zu reduzieren. Das ist eine ganze Menge. Es wäre von entscheidender Bedeutung in der Geschichte der Fliegerei. Aber davon ganz abgesehen, Sie können sich denken, dass das Verschwinden dieser Unterlagen hier ein allgemeines gegenseitiges Misstrauen hervorgerufen hat. Bei dem betreffenden Forscher handelt es sich um Professor Leclerc, nicht wahr?
Ja, Sie kennen den Namen? So langsam, ja. Was soll ich dabei tun? Ja, ich bin noch nicht fertig, Mr. Dexter. Die Unterlagen sind nämlich wieder aufgetaucht. Am nächsten Tag lagen sie wieder im Safe, genau wie ich sie hineingelegt hatte. Katz und Maus. Wie bitte? Ach, nichts. Ich musste nur an einen unserer letzten Fälle denken. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder hat jemand die Unterlagen kopiert, oder das Ganze ist ein Manöver, um Unruhe zu stiften. Auf jeden Fall denke ich, dass wir uns jetzt näher mit unserem lieben Professor Leclerc beschäftigen müssen. Mr. Dexter, Professor Leclerc ist sicher ein sehr eigenwilliger Gelehrter. Aber ich halte ihn für absolut zuverlässig. Jedenfalls habe ich keine gegenteiligen Erfahrungen mit ihm. Seine Frau wollte mich engagieren, um eine angebliche Entführung des Professors zu verhindern. Seine Frau? Ja. Haben Sie sie gesehen? Ja, natürlich. Sie suchte mich in Paris auf. Warum? Da bin ich ja nun ganz sicher, Mr. Dexter. Professor Leclerc ist ein eingefleischter Junggeselle. Der war nie in seinem Leben verheiratet. Wer stört mich? Wer ist es? Wer stört? Ich, Herr Professor. Was gibt es? Ein Herr Dexter hätte Sie gerne. Ich kenne keinen Herrn Dexter. Sagen Sie mir irgendwas und sehen Sie zu, wie Sie ihn wieder loswerden. Das wird nicht mehr gehen, Herr Professor. Warum nicht? Herr Dexter steht bereits neben mir. Idiot. Idiot. Wer soll da reinkommen? Was ist? Sie haben Ihre Tür verbrochen. Professor Leclerc? Da Sie nicht Professor Leclerc sind, muss ich es sein. Oder sehen Sie sonst noch jemand in diesem Raum? Okay, Sie haben recht. Na, was verschafft Ihnen das Vorrecht, mir meine kostbare Zeit zu stehlen? Ich habe ein paar Fragen an Sie. Chabrier! Wenn Sie von der Zeitung sind, dann verschwinden Sie, bevor ich Sie von Chabrier hinausschmeißen lasse. Ich bin kein Reporter. Trotzdem habe ich drei Fragen an Sie. Wissen Sie eine Erklärung dafür, warum sich in Paris eine Dame als Ihre Frau ausgibt und mich engagieren will, um Ihren Schutz zu übernehmen? Was? Zweite Frage. Wissen Sie eine Erklärung, warum seit jenem Zeitpunkt Anschläge auf mich verübt worden sind? Letzte Frage. Können Sie mir erklären, warum aus dem Panzerschrank dieses Werkes ausgerechnet Ihre Unterlagen für 24 Stunden spurlos verschwunden sind? Nein, das kann ich nicht. Ich bin kein Detektiv. Ich könnte Ihnen einige Erklärungen anbieten. Zum Beispiel? Zum Beispiel, die Anschläge auf mich sind nur Scheinmanöver von Agenten, die davon ablenken sollen, dass der Professor gar nicht entführt werden soll, sondern freiwillig das Lager wechselt. Sie spinnen, junger Mann. Oh nein, Professor. Es wird nur langsam Zeit, dass Sie Farbe bekennen. Ich habe nicht die Absicht, weder jetzt noch künftig das Lager zu wechseln, wie Sie sich auszudrücken belieben. Aber ich habe auch nicht die Absicht, mir von irgendjemand vorschreiben zu lassen, mit wem ich mich bei einer Konferenz an einen Tisch setzen darf und mit wem nicht. Will man mir etwa verbieten, mich mit meinen Fachkollegen zu unterhalten, bloß weil diese Kollegen eine andere Nationalität haben? Glauben Sie, es gibt eine chinesische Metallurgie oder eine französische, eine amerikanische, eine russische? Es gibt nur eine Metallurgie. Das ist eine internationale Wissenschaft. Ja, es gibt nur leider keine internationalen Geheimdienste. Es gibt nur russische, chinesische, französische und so weiter. Und es gibt Leute, die darauf spezialisiert sind, andere Leute, arglose Leute oder gedankenlose Leute, dorthin zu bringen, wohin die in ihrer Arglosigkeit gar nicht wollten. Und Sie, lieber Professor, würden staunen, mit welchen Mitteln das oft geschieht. Wo es um die Wissenschaft geht, kann es nicht um Politik gehen. Theoretisch haben Sie natürlich recht, Professor. Nur in der Praxis rate ich Ihnen, spielen Sie nicht mit dem Feuer. Und vor allem denken Sie daran, falls Sie die Absicht haben sollten, in dieser Geschichte Katz und Maus zu spielen, dass zum Schluss aus der Katze die Maus und aus der Maus die Katze geworden sein kann. Auf Wiedersehen, Professor. Auf Wiedersehen. Also gut, also schön. Rekapitulieren wir, fangen wir an. Was ist mit den Unterlagen? Erst verschwunden und dann wieder da. Viel zu auffällig. Es kann eine Finte sein oder ein Anfängerfehler, aber dafür sind zu viele Leute drin. Die Frau in Paris, der Fritze vom Geheimdienst, die Anschläge, es ist alles so auffällig, viel zu auffällig. Und immer wieder taucht ein Name auf, Leclerc, Leclerc, Leclerc. Es würde mich nicht wundern, wenn zum Schluss ein ganz anderer der krumme Hund ist. Apropos krummer Hund, das mit dem Leclerc wird sich ja ganz rasch herausstellen. Sie brauchen ja nur zu warten, ob er von dem Kongress in Oslo zurückkommt. Was ist los?
In Oslo findet ein Metallurgiekongress statt. Sollte man sich nicht entgehen lassen. In Oslo? In Oslo. International? Ganz international. Schweden, Schweiz, Ostblock. Ich dachte, es wird Sie interessieren. Woher wissen Sie das? Während Sie mit Leclerc sprachen, hörte ich zufällig Herrn Chabrier telefonieren. In Schwedisch. Er dachte, ich verstehe es nicht. Aber ich verstehe es. Bravo, Mädchen. Und? Er bestellte Hotelzimmer für Leclerc. Wann beginnt der Kongress? Morgen Abend. Die Fährkarte ist bestellt. Sie brauchen nur noch nach Travemünde zu fahren. Los. Meine Damen und Herren, wir bitten alle Besucher von Bord, die Fähre legt in Kürze ab. Wir haben uns richtig reinlegen lassen, Carol. Der Alte hat seinen Wagen auf die Fähre gebracht und ist getürmt. Wie Anfänger hat er uns reingelegt. Aber Cliff, was bezweckt er damit? Der fährt jetzt raus ins Werk und räumt in aller Gemütsruhe die Unterlagen aus dem Safe. Dann fährt er dorthin, wo man ihn schon erwartet. Mit offenen Armen. Los, Carol, Sie müssen raus ins Werk. Rufen Sie Vogelsang an. Oder wen Sie wollen. Leclerc darf auf keinen Fall an den Safe kommen. Cliff, Sie vergessen nur eins. Heute ist Sonnabend, da ist kein Mensch im Werk. Ich wusste ja, dass Carol es noch schaffen würde. Uff! Da wären wir also vollzählig. Nehmen Sie doch bitte bei den Herrschaften Platz. Sie kommen später, als ich dachte. Ja, ich hatte noch etwas zu erledigen. Ja, am Kai von Travemünde dem Verladen derer Autos zuzusehen. Unter anderem, ja. Und nachzudenken. Das habe ich auch getan heute Nacht. Sie haben mich mit Ihrem Geschwätz nervös gemacht. Deshalb habe ich diese kleine Versammlung einberufen. Unter den hier Anwesenden ist einer, der versucht hat, meine Unterlagen zu stehlen. Der versucht hat, mich zu verdächtigen. Der die Geschichte mit meiner angeblichen Frau erfunden hat. Sie sind Detektiv. Na, nun bringen Sie es raus. Er muss übergeschnappt sein. Er stand hinter der Tür, als wir reinkamen. Na, Meisterdetektiv. Fangen Sie mit Herrn Vogelsang an. Warum? Warum sollte ich nicht besser mit Ihnen anfangen, Professor? Sie haben doch Ihre eigenen Unterlagen aus dem Panzerschrank gestohlen, oder nicht? Woher wissen Sie das? Natürlich waren Sie es. Kerl, es ist die einfachste Geschichte von der Welt. Das französische Abwehrbüro wendet sich an mich, nachdem es von unserem übereifrigen Pillow den Namen Leclerc gehört hat. Ein Mann will türmen, weil ihm hier der Boden zu heiß geworden ist oder weil er auf zwei Schultern getragen hat. Was macht er? Er inszeniert ein gewaltiges Abwehrmanöver. Er baut Indizien auf, die einen einzigen Mann zum Verräter stempeln sollen.
Das lässt man sich natürlich eine Stange Geld kosten. Man engagiert sogar mich, um das Manöver noch zu verstärken. Aber, und nun kommt der kleine Haken. Dieser Doppelagent darf natürlich nicht mit leeren Händen kommen. Er braucht eine Mitgift. Was? Sie meinen? Die Papiere aus dem Safe. Ein gigantischer Aufwand. Ein riesiger Bluff. Sehr gut kombiniert. Vorsichtig, Herr Professor. Noch immer ist nicht klar, ob Sie die Katze oder die Maus sind. Ach, wissen Sie, für mich ist das wie ein Pokerspiel. Eine Partei wird schon gewinnen. Sollten wir nicht das Pokern beenden? Rücken Sie die Papiere raus, Herr Professor. Na schön. Ich habe die Unterlagen im Safe vertauscht. Die Papiere sind wertlos. Das hier sind die echten. Sie Schwein. Sie wollten mich also reinlegen. Danke, meine Herrschaften. Das wär's wohl. Noch nicht ganz. Geben Sie mir die Papiere, Professor. Geben Sie es auf. Sie kommen nicht weit. Überlassen Sie das ruhig mir. Seit heute Morgen steht eine Versuchsdüsenmaschine für mich startbereit da unten. Die Papiere. Geben Sie sie ihm ruhig, Professor. Ich hatte recht mit meinem Verdacht. Dabei hat sich mir eine so schöne falsche Spur zusammengebastelt. Ja, ich wäre Ihnen fast drauf reingefallen, Professor. Aber ich konnte eine Bemerkung nicht vergessen. Erinnern Sie sich, Carol? Als Chabrier das Päckchen öffnete, sagte er, er habe uns seine Unschuld beweisen wollen oder so ähnlich. Klugschwätzer. Hier mit dem Kuvert. Ich habe keine Zeit mehr zu verlieren. Geben Sie es ihm. Geben Sie wohl, meine Herrschaften. Ein bisschen muss ich Ihre Freiheit noch beschränken. Sie verstehen. Alles stehen bleiben! Jetzt. Stehen bleiben! Hübsches Zimmer. Nicht? Mhm. Schießen Sie los. Da gibt's gar nichts zu schießen. Wir haben überhaupt keinen Auftrag. Was? Wir machen Zwischenstationen in Hamburg, gehen gemütlich essen, vielleicht in die Oper.
Und morgen fahren wir weiter zu unserem gemeinsamen Freund Archibald Pillow nach London. Und was ist mit Frau Professor Leclerc? Wieso? Wo? Danke, nein. Pillow fragte an. Ist kein Fall für uns. Warum nicht? Es riecht irgendwie komisch. Ihr Mann ist Chemiker, arbeitet hier in Hamburg bei irgendeiner Flugzeugentwicklung mit. Sie behauptet, ihr Mann habe bei seinem letzten Besuch in Paris gesagt, er habe Angst, entführt zu werden. Na nu. Eben. Und? Was und? Na, was sollten Sie tun? Es verhindern. Was haben Sie getan? Ihr gesagt, dass Sie sich an jemand anders wenden sollten. Das ist ein Fall für die Polizei oder fürs Deuxième Büro oder für die Psychiatrie, aber auf keinen Fall für uns. Pillow ist anderer Meinung. Inwiefern? Wir sollen den Fall übernehmen, hat er gedratet. Mit welcher Begründung? Die Dame hat ihm $5,000 aufs Honorar geschickt. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Dieser alte, geldgierige Archie. Rufen Sie ihn an, der Fall geht zurück. Menschenskind, die Kiste ist oberfaul. Erstens, welchen Grund hat der Professor für die Annahme, dass er entführt werden soll? Zweitens, warum sagt er das seiner Frau und nicht der Polizei? Will er drittens vielleicht bloß seine Spuren verwischen und türmt von selbst? Nein, nein, rufen Sie ihn an, sagen Sie ihm, wir haben keine Lust zu solchen Geschichten. Was haben Sie denn da für ein Päckchen? Keine Ahnung, wurde beim Portier abgegeben. Absender ist ein Chabrier oder so, wer ist das? Ich weiß nicht. Soll ich es aufmachen? Wissen Sie eine andere Art festzustellen, was drin ist? Nein. Also. Herein. Mr. Dexter? Ja. Dürfen wir Sie bitten, mitzukommen? Um was geht's denn? Man will mit Ihnen sprechen. Ach nee. Haben Sie einen Haftbefehl? Wollen Sie, dass wir einen brauchen? Ich beginne zu kapieren. Chef, soll ich meine...